Magie vorbei und damit die Saison 1999-2000. Es war die Saison des FC St. Gallen. Ja, wir haben das dann eigentlich voll durchgezogen und sind dann nach 96 Jahren wieder das erste Mal Meister geworden. Die grün-weiße Welle rollt. Diese Erfahrung, die war schon wichtig. Also ich habe meine, also gut, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen älter, aber die Hälfte meines Lebens habe ich bei Grasshopper verbracht. Und das war gut, das war professionell, es war vielleicht auf der einen Seite auch ein bisschen kalt, jetzt im Nachhinein betrachtet. Ja, wenn ich, als ich nach St. Gallen kam, da war alles lockerer, da war die Spiele mit den Fans und haben wir ein Bier getrunken, eine Wurst gegessen und es war einfach anders. Der Grasshopper war das Professionelle, es war die Distanz, Fans und Spieler, das hat man einfach gespürt. Also wir haben das nicht gespürt, weil es eigentlich immer so war. Und von Fans, irgendwie, ich weiß auch nicht, es kam nicht irgendwie so rüber, war so, dass ich einfach nach diesen 3 Jahren St. Gallen wusste ich, okay, das ist eher der richtige Weg als jetzt die andere Seite. Und rein jetzt emotional und der Umgang mit den Leuten, mit den Menschen. Und ich denke, das ist auch möglich in so einem Verein. Den Schluck hat er sich verdient. Meistertrainer Marcel Koller. Ja, es war eine fantastische Zeit, wie das vorbeigegangen ist. Und wie wir dann auch international gespielt haben. Also es war, ich denke, für die ganze Ostschweiz oder auch, wenn ich das bildlich da meinen Gedanken durchlaufen lasse, die Meisterfeier, die Zuschauer, die 30.000 da in der Altstadt und wir sind da reingefahren, du hast nur Köpfe gesehen, das war sowas von rappelvoll und die Zuschauer auch ekstasisch und Freude und einfach auch stolz. Stolz, irgendwie dazuzugehören. Das war so mit St. Gallen, ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie jetzt Österreich, dass man lange nicht mehr dabei war und jetzt wieder dazukommt. Und irgendwie einfach Fußball schon die Massen begeistern und du auch dann jetzt mit Fußball so einen Stolz entwickeln kannst, so eine Euphorie entwickeln kannst, dass du das Gefühl hast, du bist wer. Es ist nicht immer so, dass alle mit dem Finger auf dich zeigen, was bist denn du für einen, was willst denn du hier, sondern jetzt schon zeigen kannst, hallo, wir können stolz sein auf uns, wir haben was erreicht und wir sind auch wer, wir präsentieren was. Und das ist halt einfach natürlich viel besser für Selbstvertrauen, als wenn du immer so kurz über den Boden schleichst und immer wieder Tritte bekommst. Und auch draußen auf dem Marktplatz, da hatten die Fans noch lange nicht genug. Oh, shit, so bad. She's so-